Also ich glaube, es könnte leichte Probleme geben, wenn ich jetzt so spiele. Wollt ihr wirklich, dass ich die Krawatten so umlasse? Hands up, then we gonna drop. Brötze. Ich habe meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, ist mir scheißegal, du kleiner hellblauer Jesus. Wenn ich die dreimal frage, dann wirst du mir dreimal die Karten zeigen. Diskutier nicht mit mir! Fahrschein. 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 Halt die Gauschen, hab ich dich um deine Meinung gefragt? Nein! Ich hab dich um deinen Fahrschein gefragt! Was mit dem Kühlschrank? Verröhnbarsch. Was mache ich mit einem Verröhnbarsch, Alter? Soll ich mir den durch die Falten ziehen oder was, dass der Arsch wieder sauber ist? Was tue ich mit einem Verröhnbarsch? Warum hängt da Rindshöften? Was tust du in einer Küche, wo verwesene Rindshöften hängt? Und zwar Fadelhöften, Alter! Was bist denn du für ein perverser Händler? Was ist denn da? Da läuft der Händler umeinander, Alter. Jetzt glaub ich's dann. Alter, wo bin ich gerade? Da rennt da jemand das Händler umeinander, Alter. Sind wir da irgendwie bei Old McDonald's seiner Farm oder was? Auf gestörte Art und. Was tut die Händler da rein? Ich find nicht ein verschissenes Ei! Okay, hab ein Ei gefunden. Ich nehm's wieder zurück. Oh, ein Ei! Alter! Epata! Du bist 16, was huchst denn du da? Hat er mir jetzt hier geschnitten oder was? Und das direkt hinter mir? Normalerweise kriegst du ein heißes Bügeleisen in die Fressen! Geht's da nicht? So, haben wir schon das erste Problem. Dein Fressen passt schon mal nicht zu deinem Foto, Alter. Fällt dir das selber gar nicht auf, du blinder Fisch oder was, dass dein Foto auf deinem Reisepass komplett anderer Typ ist oder was? Ich mein, schau ja aus, Alter, als wie irgendein 0815 Sonderschüler. Glaubst du, ich bin im Wald in die Schule gegangen? Glaubst du, wir haben Eichhörnchen großgezogen oder was? Glaubst du, ich hab keine Augen im Kopf? Was traust du denn überhaupt an die Grenze? Mit so einem Reisepass, du elender Alter! Ich weiß ja nicht, der Kamole, ich mach nur Spaß! Rammt's um den Dreck! Also, Alter, Markre, Alter, ich bin der kleine Wiki, Alter. Ich bin wild. Wirklich? Ich bin der Wiki, ich schwör auf alles, Alter. Alter. Ich hab eine Idee! Ich kauf einfach einen Bus! Beim Bus-Simulator! Ja? Auf den soll keiner kommen, aber ich hab's gewiss! Ach du heilige Kollege, Alter, was ist denn mit dir passiert, Alter? So schnell kann eine Blinddarmoperation ausatmen. Was ist denn da los? Aber ich war daheim geblieben. Hätte ich halt ein wenig mehr geschissen, Alter. Ich war nicht ins Krankenhaus gegangen. Meine sehr verehrten Fahrgäste, Damen und Herren, liebe Schwarzfahrer, aufgrund meines geistigen Dünnschiss könnte sich die heutige Fahrplan etwas verschieben, weil ich nichts gut, ich nur Blödsinn im Kopf und sing die ganze Zeit Scheiße. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und auf Ehrenbasis probieren wir mal so einen Rundfunkschaus. Ich hoffe, wir haben ihn gehört. Wie willst du Berufssoldat werden? Man muss als Berufssoldat wenigstens in die Kuh von einem nassen Badewanne aufgreifen können. Und du gibst mir oft das Gefühl, dass das praktisch nicht vorhanden ist. Weil man immer, ich muss immer wieder mit dir über die gleichen Themen diskutieren. Du bist wie ein Fünfjähriger, der was achtmal in der Woche auf die heiße Herdplatten greift und noch immer nicht geschnallt hat, dass das weh tut. Schau, wandelnde Vogelnest, ein Naturschutzgebiet auf zwei Beinen, das freut mich. Fahrscheine haben wir auch. Sehr schön, wo soll man hin? Ins Naturschutzgebiet? Möchten Sie wieder einen Storch auf ihnen nisten lassen oder sowas? Kein Thema, fahren wir eh vorbei. Havara, du bist gerade erst eingestiegen und pennst schon wieder, Alter. Hast du die Schlafkrankheit oder was? Oder lass dich dein Alter nicht mehr ins Bett? Steh auf, du Schneebrunzer! Hast du einen Vorschein? Gott sei Dank, wie schaut's bei dir aus? Danke. Ja, bist du nicht ganz dicht? Was mit dir los, Alter? Was tust du denn im Kachelofen drin? Du sollst den Holz nachlegen und nicht dich selber! Du Volltunnel! Ich mag den neuen Flughafen. Dann geh dorthin, setz dich in irgendeinen Flieger rein und hoff, dass er über den Ozean anstürzt! Und huck dich nicht in meinen Bus und plapper mir die Ohrwaschel voll, dass du den Flughafen magst! Don't speak with the bus driver, du dumme Nuss! Du musst mal schon in den Lauf schauen. Weißt du schon, kennst dich schon aus. Grüße. Du auch noch. Müsst nicht. Oh, das ist der da hingefallen. Ist das nicht bitter? Ich meine, der hängt jetzt aber ein bisschen dein Hai. Schöne Hand hast. Servus. Grüße. Ich muss mal nachladen.
Also ich glaube, es könnte leichte Probleme geben, wenn ich jetzt so spiele. Wollt ihr wirklich, dass ich die Krawatten so umlasse? Und wir lute Riemes aus Schritt und nehmen Kräuter mit auf unseren Zombie-Killer-Trip. Denn die Kräuter, die machen Spaß. Viel mehr Spaß als Lachgas. Dann fahren wir heute über den Hocker. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ist schon dabei? Nein, ich kann Alter, das ist Grenzkontrollspiel, Alter, und ich verliere die ganze Zeit! Langsam findet der Tag sein End und die Tour beginnt. In der Kärntner Straßen, da singt einer, bloß man Schuhe auf, mit ruckt ein Wind. Hat ein kleines Regal auch, wo ein Kieferer. Weiter kann ich nicht. Ich kann schon weiter, aber es passt da nicht mehr zusammen. Ein Loser Tischer von deine Leute. Schaut's bitte kurz alle weg. Nein, das kann ich nicht verantworten. Jetzt stellt euch vor, da ist irgendwer von Greenpeace und sieht, wie ich da ein 5 Kilo Rotz haben dran. Das können wir nicht machen. Wartet ganz kurz. Du geile Butterblume, du Schöne! Ist nichts passiert. Wir schunken nach rechts. Wir schunken nach links. Wir haben gute Laune und das auf Zickzack. Und der dumme Sau da hinten greift da unten auf den Sack. La 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 la. Hey hey ho ho. Nüchterner Busfahrer. La 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 la. Geile Butter. Ja, auf YouTube hatte lang Probleme mit Twitch, aber einfach nur danke für alles. Okay, Liebe geht raus. Freut mich, dass du schon ein Jahr auf YouTube bist. Was hast du denn für Probleme mit Twitch bitte gehabt? Sag jetzt nicht, dass Twitch das letzte Mal beim Wurstsemmelrichten für deine Jausen vergessen hat, ein Gurkel zu meinen da. Aber dann verstehe ich, dass du jetzt ein Jahr schon Probleme mit Twitch gehabt hast. Weil wenn mein Twitch vergisst, wenn es mir Jausen riecht zum Arbeiten geht, dass mir Gurkel in mein extra Wurstheimerl tut, na dann hat es aber auch ausgeschissen bei mir. Und ich mag nicht einmal Gurkel. Eine neue Leber ist wie ein neues Leben. Bam, bam, bam. Singt Alkoholiker. Gestern war er noch betrunken, heute sauft er noch viel mehr. Heute fängt ein neues Leben an. Seine Leber, die ist schuld daran. Weil so gut wie ein Gesicht schon war, schaut er aus, als hätte wer uriniert auf ihm. Er ist nicht einmal zum Ausreinkommen. Gekommen. Lippen, Alter, ja, das wollte ich haben. Lippenrouge unbedingt, Alter. Gott sei Dank habe ich ihn gekillt, Alter. Jetzt stellt euch vor, ich hätte einen 3-Tonnen-Schwamm Sch**haufen nicht übers Knie gelegt. Dann hätte ich jetzt keinen Lippenrouge. Ich brauche unbedingt Lippenrouge. Stellt euch vor, meine Lippen werden trocken in dem Spül. Und dann reißen sie. Und dann kommt da irgendein Rotz und speit mich auch. Dann habe ich eine Blutvergiftung, wenn meine Lippen offen sind. Oder noch schlimmer, die Alte, die was ich jetzt seit 18 Stunden retten probiere, wird mich nachher f*** und hat und dann küsst sie mich und dann hab ich's auch. Gott sei Dank hab ich jetzt einen Lippenrusch gekriegt. Wenn ein paar Meter ein Fahrgast muss aussteigen, das ist schön für ihn, Alter. Aber solange er nicht einen Hut und Stein Herzinfarkt hat und einen Sanitäter braucht, wird er ihn nicht steil bleiben, nur weil der Schneebrunzer anscheinend zu faul war, dass er den 30 Meter zu Fuß gegangen war! Man muss sagen, schau aus wie ein Taxiunternehmer, dass ich für jeden Todel alle 20 Meter steil bleibe, weil er gegen Brunzen pushen, will, so! Ist ja nicht mehr normal! Ich habe ja keinen Bock mehr, die ganze zu kontrollieren. Was ist mit dir? Ruf einen anderen Fahrer zur Kontrolle. Du kannst gleich, Alter, ich spreng dir gleich ins Gesicht, Alter. Da kannst du einen Zaun ausrufen zur Kontrolle, du sautummer Hund. Was stresst mich die ganze Zeit? Komm runter von deinem Büro, Seißl, Alter! Muss der Arsch schon schwimmen wie ein Swimmingpool? So wässrig wie der vom Sitzen ist! Und halt mir keine Predigt, dass ich zum Tor auf, du Schneebrunzer! Wer ist schon wieder so deppert, Alter, und versperrt? Alter, schau da einmal, ich weiß schon wieder nichts mit einem Bus zum Auffangen. Naja, ist deppert, gell, mein Freund? Du bist ja nur Ziegen, der was nicht von der Alm runterkommt. Und jetzt auf einmal siehst du den ersten Bus in deinem Leben. Oh, traust dich nicht einer? Dann verpiss dich! Ist lange her. Ja, ist wirklich lang her, gell? Wir
Alter, ich will ja nichts sagen, gell, aber ich hab noch keine Geschlechtskrankheit gesehen, die was die so schnell fortschreitet wie bei dir, Haberer. Jetzt ist die zweite Hund da schon versagt. Hast du schon mal gedacht, wie du noch einmal in dein Leben auf chinesische Art Reis essen willst? Mit deinen Protzen, was du da hast, die Gichtkrüffel? Dann probier da mal Stäbchen zum Halten, du Schneebrunzer! Glaubst du, die schaut noch einmal, Alter, mein Arsch an, Alter? Ich will wieder! Bam, 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 badabam. Fühl mich da so allein. Jetzt lass ich dich auch schon bald lieber allein. Brauch kein große Welt. Ich will auch den Fürstenfeld. Kadett, Geburt, ich würde Sie darum bitten, wenn ich jetzt da meinen täglichen Routinefahrt mache. Hey, geh nicht weg, wenn ich mit dir rein. Schau dir das da an. Das ist Zaunputzen und Herkriegt, wenn ich zurück bin. Was geht's da, Alter? Wenn ich jetzt da Waffe hätte, hätte ich dir die Augen ausblasen. Ja, wie spinn! Vorgesetzter heute Gespräch, ja! Alter, wirklich! Sei froh, dass ich nur Papier in der Hand hab! Ja, gut, dass ich noch gestanden bin. Irgendeiner von den. Hast du die Werbung für das Jazzfest? Sag einmal, merkst du das eigentlich, wenn der Busfahrer hinter dir kommt und dir ins Gesicht schaut? Fällt dir da nicht was auf? Hat dich der Blitz gestraft oder was? Bist du mit dem Schädel gegen einen Tierstock gerannt oder wie? Verdammte! Wie lange muss ich dich noch anschauen, bis du merkst, dass mit dir irgendwas nicht stimmt? Du holst dir deine Hand in die Fresse und dein Brünn, du kannst durchgreifen, du bist ein Dämon! Ist das wirklich so laut? Nein, Entschuldigung, schalt ein wieder, vielleicht möchte ich dich mithören. Was ist denn deine Blutgruppen? Nutella. Das wird schwer. Du Sau, du mir alte Funzen, du Blöde! Sind sie ja alle werdet in der Stadt! Vor einem fahrenden Bus! Wie dumm muss man eigentlich sein? Zurück ein im wirklich? Was ist denn das für Aktion für ihn? 20.000 Eier! Wenn du dumme Sau dein Brüder vergessen hast! Was ich hab. Jetzt lauf ich wirklich in einer Bärenfallen rein! Alter, das Bärenfallen-Trauma vom ersten Stream, das wäre nie wieder los von dem Spiel! Wenn früh am Morgen die Bärsirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll dröhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stabelgabel prallt, ja, dann wird wieder in den Busfahrer gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt! Ja, jetzt! Alter, heute hat's mich echt. Heute hat's mich wirklich. Schau mich auf! Bin ich ein hübsches Mädchen? Sag einmal, Herz, das alles, was der Wappler da hinten die ganze Zeit erzählt, weil ich bin da dazu geneigt, dass ich. Was ist denn? 1400 Euro? Schon? Für was? Hab ich einen Regenwurm zusammengeführt? Hab mich der gerade auf Schadensersatz verklagt oder was? Ich hab einen Regenwurm zusammengeführt und krieg 1400 Euro? Da muss ich mich aufregen! Schaut, was ich vorher aus. Wie ich ausgeschaut hab, bitte mit 18. Abwarte. Gut, was reg ich mich gerade auf? Schaut's, wie jetzt ausschau! Aber wie schaut denn der Bone aus? Alter, als hätten da 20 Jahre lang Leute einfach auf den Bone uriniert und die Scheiße trocknen lassen. Und dann die Sitzflächen. Wer macht ein öffentliches Verkehrsmittel mit weißen Sitzplätzen, wo du jeden dünnen Scheiß von jedem Alkoholiker, der was sich um 3 in der Früh einer verirrt, damit er sich nur hinlegen kann zum Pennen, weil er nicht mehr heim findet, sich ganz einmal da scheißen wird im Bus. Warum nimmt man da weiße Sitzpolster? Du musst meinen Stream laut losschalten, ich habe mich doppelt. Habe ich gerade gemacht. Sehr gut. Wie geht's da? Ja, etwas besser wie sonst. Sagen wir es mal so. Selbe scheiß Zeit gerade, ne? Ja, das glaube ich auch. Also Leute, er hat ja auch gemeint, wir können drüber reden. Leute, ihr habt es ja alle mitgekriegt, glaube ich. Er hat das letzte Mal eingeschrieben von dem, was beim letzten Dead Island Stream, vorgestern war das, glaube ich, da hast du es uns das erste Mal gesagt, vom lieben Mirko, vom Onkel Mirko, ist die Mutter gestorben. Mutter war es, gell? Ja. Und natürlich geht es ja um den entsprechend nicht so gut. Der Mirko und ich sind gerade ein bisschen im Kontakt, weil solche Sachen gehen mir auch nahe. Es ist immer schlimm, wenn man Familienmitglieder verliert, vor allem die eigene Mutter. Und wir waren halt ein bisschen im Kontakt natürlich, ne, wie es ihm so geht und alles. Also wir haben ein bisschen privat geschrieben da, auf Twitch Privatnachrichten. Und dann hat er mir halt erläutert, dass es so ihm eigentlich, ja, natürlich geht es ihm nicht gut, aber es wird schon irgendwie. Aber das Hauptproblem vom Kollegen ist tatsächlich, dass die Begräbniskosten muss er tragen. Da war anscheinend keine Versicherung da, ne? Keine Ablebensversicherung. Nein. Und das Problem an der Geschichte ist, dass er das Geld natürlich nicht hat.
und jetzt da dabei drauf und dran ist, dass er sein Auto und sein Motorrad verkauft für die Beisetzung seiner Mutter. Das Auto habe ich nicht verkauft. Warum tust denn du das eigentlich, du Kasperl? Weil ich aus der Auto fliegen muss und... Also meine erste Frage war jetzt gerade gewesen, Alter, du hast sicher PayPal, oder? Ich habe PayPal, ja. Dann schickst du mir jetzt einmal dein PayPal per Privatnachricht oder da im Discord am besten. Okay. Du mit Bett, da kannst du trotzdem an die Eier. Ja, es ist immer schlimm, aber auf jeden Fall, du übernimmst das. Und ich habe mir jetzt da gedacht, weil du bist ein langer Zuseher, du bist jeden Tag dabei, bist immer nett gewesen, immer höflich. Ich kann nicht jeden helfen im Stream und es kommen auch nicht alle mit Problemen her. Aber das ist in meinen Augen etwas, da kann man auch mal unterstützen, weil es geht um die Mutter. Es geht ums Begräbnis von der Mutter. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kann natürlich nicht die ganzen Kosten übernehmen, das tut mir leid, so dicke habe ich es auch nicht. Aber ich überweise dir jetzt auf PayPal 1000 Euro. Dann ist zumindest ein bisschen nicht ganz ein Drittel von deinem Begräbnis gedeckt. Und ich möchte aber, dass du dich bei der Community dafür bedankst, nicht bei mir. Weil die einzigen, die was das ermöglichen haben können, dass ich dir da jetzt da helfen kann, ist die Community und nicht ich. Weil ohne die Community ginge es nicht. So. Für Freunde und Familie. Ich bin ein wunderschönes Mädchen. Ein paar Sekunden später. Großmama Elfriede meldet sich zum Dienst. 76 Jahre alt, 14 Enkelkinder. Ich muss sagen, also in meinen Glanzzeiten habe ich halt alles bei 300 auf dem Baum war. Und nachdem ich 8 Kinder gekriegt habe, muss ich sagen, nee, Mindestpension, ich war halt nur in Karenz. Muss ich halt mit über 60 Jahren noch ein bisschen Bus fahren, gell? Ja, ich sag's euch, die Mutti hat schon immer gewusst, was gut für die Kinder ist. So ist es nicht. 8 habe ich großgezogen, das alles ist, was waren. Ab und zu einmal einen Teppichklopfer auspacken und in einer in Arsch zu Rad haben. Das Ausschauen wie ein Pavian im Zoo ist schon eine gute Erziehung, muss ich euch schon sagen. Nur eine Frage mit meinen Augenbrauen. McDonalds bewirbt mich seit neuestem. Oder ich bin in der Früh munter geworden und in einen Farbkiebel reingeflogen mit der Fressen. Oder, und das ist die unplausibelste Wahrscheinlichkeit, und das ist jetzt einfach nur aus der Luft gegriffen, weil ich tue ja gern fantasieren, vielleicht habe ich es mir gefärbt. Das darfst du entscheiden, was von den drei Antworten das Richtige ist. Ja, schau nach Depper da! Bewegt seit Jahren die Soundschiffe auf! Was ist los mit euch, Alter? Seht ihr, dass der Bus wartet? Wie kann man so vorbeigehen, Alter? Es ist wie ein Uhr nach dem Waldbrand dreischauen, das hab ich schon gern. Kann ja keiner helfen, den Todl. Ich hoffe, mir gibt's das, weil das gab mir keiner, wenn ich da keine Clips hab. Murli, danke für dein Prime. Das sind ja nur Schneebrunzen, Alter. Das sind ja. Für was ihr alle im Häfen gelandet seid, frage ich mich auch, Alter. Weil ihr euch gegenseitig in der Volksschule mit Gummibärlis beworfen habt? Wir werden alle stehen, das glaube ich da. Wenn ich mit dir fertig bin, schaut's circa so aus, ja? Das ist ja einer deppert, dann wieder der andere. Das sind jetzt im Sch**blöd, Alter. Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwarzfahrer, eure heutige und neue Busfahrerin Elfriede Mankwein, gerade zugestiegen. Ich begrüße Sie. Ich hoffe, wir werden einen halbwegs angenehmen Tag miteinander haben. Ich sag's euch gleich, ich hab mein Lettergang am Erdapflock gekackelt und hab mit Brotzen wie ein Uchs. Also, sollte mich irgendjemand provozieren, garantiere ich für nichts, außer für gesunde Hauswatschen, wo ihr 3 Wochen später auch noch was davon habt. Nur, dass ich meine Nettigkeit gleich einmal Ausdruck verliehen habe. Danke fürs Zuhören! Vielleicht wartet eine Überraschungsparty in einem zombieverseuchten Labor auf mich, wenn ich jetzt da Feiertjahre aufmache, was 4 Meter hoch und 3 Meter breit sind. Ist ganz klar, ne? Sicher, gleich schreit einer Happy Birthday. Also die Lachen haben wir vergessen noch zum Wegrammen. Wir wollten die Stimmung nicht verhauen. Ich bin immer freundlich. Geh aber ein schneller! Für was hast du denn Hupen, Alter? Der ist nicht nur zum Ausschauen da! Der schlagert, dass er sich nicht hinlegt und Klimakleber spült! Dir muss ich noch einiges beibringen, Bürschchen, Alter! Glaub einer Frau was! Zuckert so mit die Hände, bist nervös, weil er da voll ins Knack schnauft? Ha? Wahnsinn. Gutes Personal heutzutage zum Kriegen? Unmöglich. Unmöglich.
Alles faule Hund, will nichts mehr da fürs Geld. Am besten irgendwo hinlegen, auf der Parkbank den ganzen Tag schlafen und fett dafür Cash kassieren. Das ist nicht der Daumen, gell? Das ist nicht der Daumen, aber nicht mit mir! Dir werde ich die Wadel schon auf Ehre richten! Wenn ich mit dir fertig bin, würdest du wünschen, dass die irgendwo einsperren, Haberer! Ich bin ein wunderschönes Mädchen. Hallo! Servus, ja, kriegst du eh schon, Mutterl. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Tageskarte, ein ganzer Kreis, super. 3,80 € kann er, ja, halt, die Gauschen. Die Leute haben heutzutage gehört, wisst ihr, was ich damals für 3 Schilling und 80 Groschen machen hab müssen? An jeden zweiten Bauern hab ich im Stall, damit ich so viel am Ende des Monats zusammengebracht hab, ja? Und heute schmeißen sie damit kleine Kinder am Spielplatz. Ist ja nichts mehr wert, das Geld, nichts mehr wert, sag ich euch. Zu meiner Zeit hast du um das Geld noch was gekriegt. Ja, hast du wenigstens gescheit gewartet, die dir jetzt dazu machen können, du Schneebrunzer, wenn du gesehen hast, dass ich weggegangen bin. Stehst deppert den ganzen Tag nur da am gleichen Fleck und schaust deppert das Auto an und hast nicht einmal so viel, dass du die Scheiße dir zumachst. Für was haben wir dich eingestellt? Das Vogelscheich? Das ist kein Acker! Wir haben keine Sonnenblumen, die was du bewachen musst! Du bist ein Mechaniker, du sollst das hackeln! Ein altes Mütterlein mit silbergrauen Haaren, vom Schicksal schwer geprüft, erträgt sie jedes Leid. Sie ist ihr Leben lang gar grausam eingefahren, doch die Kirchensteuer zollt sie brav noch ein. Von ihren Söhnen ist keiner mehr am Leben, die hat das Vaterland irgendwo verloren. Auch ihr Kanari hat den Löffel abgegeben, weil die Nachbarskatzes unlängst hungrig wurden. Blöd, Alter. Der eine klopft seit einer halben Stunde deppert mit dem Hammer auf den Holz um und weiß nicht, was er damit erreichen will. Vielleicht hat er der Vater mit Holz verprügelt und er muss sein Trauma jetzt ausleben. Der Traudel schrauft seit 20 Minuten am gleichen Haxen um und Alter. Das tut beim Zuschauen weh! Mit einem Schraubenschlüssel, mit einem 13er, probiert der einen Holzstock zum Festschraufen! Siehst du da irgendwo einen Mutter zum Fest dran? Geht's dir nicht ganz gut, Alter? Alter, ich muss dich mal wachklopfen! Siehst du eigentlich, was du da gerade tust? 18 Euro, Alter, das hab ich in meiner Pension, hab ich das! Im fürs Monat, du kleiner Alter! Was glaubst du, warum ich noch immer Bus fahren muss? Mit 70! Muss ja. Ein mit dem Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer. Was ist schon dabei? Sag einmal her, gnädiger Herr, was? Fahrerflucht? Bleib stein, du kleiner Schneebrunzer! Ich reiß dich bei dir, bis das Gift aus die Augen rauskommt! Na, warte mal! Die da wischen schon! Reiß dir da einfach an! Zuerst bremst du mich aus und dann verpisst du sie! Nicht mit Elfriede! So viel sei schon mal garantiert! Irgendwann hol ich dich ein! Scheiß auf mein Tor! Bleib stein, jetzt, du kleiner Schneebrunzer! Ich reiß dich so lang bei die Sack ab, bis nach deiner Mama schreist! Komm her! Komm an, wir zwei fahren jetzt einmal eigene Runde! Jetzt darfst du fliegen. You touch my tralala. My ding ding dong. Zu meiner Zeit, wie ich noch Jungsmutter war, da hat's noch keine Geschwindigkeitsbeschränkungen gegeben. Weil mit so einem scheiß Ockergaul bist du nicht ganz so schnell kriegen, muss ich ja halt auch sagen. Na, ja, ja, ja. Zu meiner Zeit halt lang vorbei, ganz lang vorbei. Da sind noch Flugsaurier umeinandergeflogen mit 4 Kilo pro Stützen, ich lege euch nicht auf. Ich bin schon halt 2 Jahre, das muss ich euch schon sagen, Kinder. Ist schon, die Zeiten waren zwar hart, aber fair. Jäger und Sammler, ich hab mein Haberer gejagt und er hat für mich nachher gesammelt. Ja, Alter, hat deine Mama dir nicht beigebracht, dass man nicht mit Granaten durch die Gegend wirft? Wie geht's denn dir, Alter? Habst du das in der Schule gesagt, oder was? Ja, wir haben am Spielplatz einmal mit Handgranaten um uns gefahren. Ja, was ist, willst du kuscheln, oder? Ein Schlaganfall gehabt, oder was? Ja, steht's alle um ein Eck und schießt mir ins Gesicht! Irgendwas passt halt nicht. Der zirkt nicht so, wie ich das gern hätte. Ich hab keinen Plan. Es tut mir leid, ich bin eine Frau. Ich hab nicht so das technische Verständnis. Aber irgendetwas sagt mir, der Motor spinnt ein bisschen. Weil wir fahren heiße 18, 19 km/h.
Eigentlich sollte er ein bisschen schneller gehen. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, nach der Tour müssen wir einmal kurz in die Werkstatt fahren. Keinen Plan, was da gerade schuld ist. Aber es hilft nichts. Ein guter Busfahrer fährt auch mit einem Motor schon weiter. Hupen? Geht deswegen trotzdem nicht schneller. Also, so viel technisches Verständnis hat Madame Elfriede schon, dass die Hupen nichts mit der Beschleunigung zum Tor hat. Eigenartig, verstehe ich nicht. Muss das sagen, die Scheibe gehört auch mal putzt. Ich habe ein recht schwaches Sichtfeld, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, wie ich mich das letzte Mal erinnern konnte, hätte ich mehr gesehen von der Straße. Hallo, bist du der Marco 93? Nein, ich bin der Günther 84. Was glaubt ihr? Eine Fahrkarte, bitte. Ohne wüsste nur, ich hätte aber 10 im Angebot für 9. Nein, weißt du was? Ich hätte sogar 11 im Angebot für 12. War das nicht verlockt, gell? Was? Ja! Oh, wirklich? Ja! Ich hab gewonnen! Alter! Zeit, du liebe Zeit! Richtig geil, oder? Nicht anstecken! Raus, ein Hunderter! So wie er ausschaut, ist der Vater ein Schuster. Mein Vater ist Schusterer und Schusterer bin ich. Hola, Trio. Mein Vater macht Schuhe und die Weiber schuster ich. Hola, Trio. Erst leideln, das ist halt der steirische Brauch. Hola, Trio. Yeah. Hey! Hola, Radio. Hola, Radio. Hola, Radio. Yeah. Hey! Hola, Radio. Das ist halt der steirische Brauch. Was guckt der Öfari? Hoppala, Kinder! Sag einmal, hat euch keiner beigebracht, dass man nach links und rechts schauen sollte, bevor man über die Straßen geht? Ich werde euch Eltern schon finden. Was ist denn da hinter euch? Ich hab Zeiten, ich hab mich verfahren. Schatz. Rave Party, wie dann der Electric Dance? Yeah, Alter. Nein, Alter, das war der Markwright-Dance, völlig wie der Hintentanz. Ich brauche eine Fahrkarte. Ach so, ich hab schon geglaubt, sie wollen ein Schnitzel. Da waren sie Winkel falsch spielen. Na Gott sei Dank sind wir uns einig, dass sie da noch Fahrkarten kriegen. Schwanzel's nicht von der Hitnummer an, die gestört noch. Danke, super, Hausfriedensbruch. Danke, hat sich schon wieder erledigt, machen wir zur Uhr. Ich hab da gar nichts, Entschuldigung, ich kann nichts dafür. Ich bin der Gärtner, schau mich nicht so deppert auf, sonst kriegst du Watschen, dass du dich anschmeißt, Alter. Du kriegst doch gar so ein Watschen, dass du 14 Tage mit dem Arsch auf die Uhr schaust! Du neugriger Hund da! Und seien wir uns ehrlich, wer... Get your lazy ass out of my face! Was hast du gerade gemacht, Alter? Ich sag dir, was ich mit deinem Face mache, Alter. Ich brauch dein Gesicht, du Dominus! Undankbare Saugöre, Alter. Nicht mehr weg, Alter. Da sitzen wir heute noch bis 10 in den Müllcontainer. Das ist nicht Tiefsimulator, das ist Müllcontainer-Simulator. Wie baut sich ein Obdachloser sein Zuhause? Oh, hey, der läuft ja auf die Schuhe! Alle guten Dinge sind 18, wir brauchen nur ein bisschen einen Kleinschalter. Entschuldigen Sie. Ah, das war jetzt eigentlich gar nicht meine Intention. Überfall. Okay, you're asking for it. Was ist denn, Haberer? Schon mal von einem Traum gespielt. Recherchettisch? Was ist denn ein Recherchettisch? Recherche. Recherche, Alter, saugen! Legasthenie! Der Eurovision Song Contest hat einfach nichts mehr. Alter, da geht's ja nicht. Da ist der Gesang mittlerweile ja nur mehr noch ein nebensächliches Abfallprodukt. Da geht's rein nur mehr noch um die Show. Alter, Laser und Choreografie und weiß ich nicht was für Nebelwand und Hintergrund, fette Leinwand, wo irgendein Schreck angespielt wird. Aber singen kann keiner mehr von den Schneebrunzer. Also das tue ich immer sicher nicht an. Entschuldigung, noch mehr Kulturshow gibt's gar nicht. Da kann ich genauso gut diesen Vogelstrauß von Australien nachmachen, ein Loch draußen kommen und meinen Schädel in die Erde stecken 4 Stunden lang. Habe ich genau gleich viel davon, als wenn ich mir den Schwachsinn mittlerweile noch anschaue. Schau, wie sie stirdelt. Schau, wie sie stirdelt. Warte, jetzt mach ich was ganz Blödes. Kuckuck! Warum hab ich das gemacht? Weil ich ein Volltaudel bin! Aber ich stehe drauf, dass ich ein Volltaudel bin! Ich weiß nicht, warum ich das gerade da habe, aber ich wollte das jetzt einfach einmal kurz machen. Ich bin dumm. Das habe ich auch nie angestritten, dass ich blöd bin. Aber ich habe... Wie sie da jetzt da... Mann, wie viele Leute in Real Life stehen sie am Abend immer am Fenster hin... Schau, ein Kondor! Ich schmeiß drauf, Alter. So, dann würd's mal.
Wo steht jetzt da? Dieses Spiel verarscht dich über Strich und Faden. Habt ihr gerade gelesen? Gut, das jetzt noch einmal, weil jetzt will der gnädige Schneebrunzer auf einmal mehr Salz und Pfeffer reicht auf einmal. Leute, ohne das Kochgespür kannst du also nichts kochen. Opa am Gandalf-Teil. Opa am Gangans-Teil. Opa Gandalf-Geil. Das Problem ist, wenn sie da sind, ja, so leg ich Besteck ins Kastel. Nur so legt man Essensbesteck in sein Kästchen, Alter. Kein Schubladel, nein, ein Kosten. So einig. Und dann noch Kinder im Haus, Alter. Ihr gehört sie ja anzeigen, wenn ich fertig bin, ruf ich das Jugendamt. Ich kann ja die Kinder wecken, wenn ihr Schneebrunzer. Ja, wie spielen, Alter. Landung. Hey, Kollege, Sie bewegen sich da in mein Revier. Also entweder Sie rucken was außer oder ich muss andere. Dankeschön, Maßnahmen werden trotzdem ergriffen. Verpiss dich! Verpiss dich von meinem Revier! Du sollst dich verpissen! Hey, Junge! Gewalt ist keine Lösung! Wir lösen das Urinal! Okay, er will so, dann krieg er so. Taube. Ist wer daheim? Ja, da ist wer. Bin ich da? Ah, war doch nicht aber! Wie sie mir das Auge geschaut hat, Alter. Drin. Wir wurzeln. Zweimal Salz, zweimal Pfeffer. So, sind wir jetzt da vollständig zufrieden? Zu viel Salz, nicht genug Pfeffer? Ich hau da gleich eine Ohren, du Schneebrunzer! Vorher hab ich Abrissen draufgehauen! Wo hast du zu wenig Salz? Sag einmal, reinst du nicht, oder was? Oh, zweimal! Und jetzt passt es ja nicht den Kopf! Kukamba? Blödsinn, echt? Kukamba heißt Gurke auf Englisch? Alter Schwede. Jetzt wisst ihr, warum ich auf Englisch nicht aufpasst hab. Weil wenn man Gurke Kukamba nennen muss, dann passt mit der ganzen Sprache was nicht. Ehrlich jetzt, was ich schon immer mal machen will. Oh, Sole mio, ich find's mehr. Ja, sowas nenn ich einmal Umweltverschmutzung. Der Hund hat einen Druck auf der Leitung. Ob überhaupt wer im Haus ist, das ist ja das Witzige an der. Aber wisst ihr, was man jetzt gerade fragt, oder? Starten die da gerade ein Volksfest vor dem Haus? Weil schaut mal unten links in der Cam, wie viele Leute genau jetzt um die Uhrzeit bei dem Haus da oben anstierteln? Ich meine, ist das euch ein Ernst oder was? Gibt's was gratis? Geht's jetzt alle in Wälder feiern oder warum seid ihr alle um eins in der Früh und spaziert da vor dem Haus? Schaut sich das an! Da ist eine Völkerwanderung! Wo ist denn Moses? Wer spaltet denn das Meer? Wo ist er da? Was dass ihr da alle um eins in der Früh um einen Hund hanselt? Ich komm ja nicht zum Fladern, wenn ich und nebenbei mache ich ASMR, so wie es gehört. So mit gut entscheiden. Ein Chaos jetzt erst und wir haben es. Ich würde aber den Herd tatsächlich anschalten und nicht, dass er eingeschaltet da steil lassen, sonst kann es passieren. Oh, was ist denn hier los? Alter, was habe ich jetzt schon wieder verbaugt? Hast du vergessen, wie man das Gericht zubereitet? Alter, ich werde da gleich Schweizer Schocke in den Osen stecken, Alter, bis das die Augen rauskommt, Alter. Ich habe mir an alle Schritte gehalten. Wo ist dein fucking Problem, Alter? Dann geh ich den ganzen Tag zusammenkehren und an Tisch aufwischen, dass schon völlig die von hier runtergeht, sondern hilf mir! Ja, ich kann, wenn's willst, kann ich mich ehrenamtlich bei der Stadt als Verkehrsamtler anmelden, wenn's willst. Ich hätte die richtige Frisur dazu. Das können die machen. Dann stehe ich in Graz irgendwo bei einer kleinen Kreuzung, Alter, und mache einen Umpel, ne? Und dann zucke ich halt mit den richtigen Zeichen, ne? Rot. Gelb. Grün. Das kann ich machen. Da sehe ich mich momentan auch. Bis es mal wieder umfärbt, dann sehe ich mich nicht mehr dort. Ihr holt ja alle nichts aus, ihr Schneebrunzer. Wenn ich mit meinen, Alter, Nunchaku-Daumen dann komme, Alter, zwei Daumen in der, bei der Kette im Arsch, Alter, und dann einer ja! Alter, ich muss. Nehmt euch in Acht von mir einfach, Alter. Ich bin einfach ein Viech, ich bin eine Naturgewalt. Jetzt kommt der Zwölbel. Sehr gut. Dann, einmal würzen. Ich habe gesagt, eine Prise Salz, ein Viertel Kilo Pfeffer. Passt genau, so wie es gehört. Dann, außer aus dem Würzen,
Nicht zu viel schwarzer Pfeffer, nicht genug Salz. Was hat die Kamera bitte für einen verschissenen Sinn, Alter? Nein, jetzt ernsthaft. Alter, der hat da Millionen anwesend und lässt die Kamera im Busch beobachten. Nicht einmal im Eingangsbereich. Auf die brauche ich ja nicht einmal reagieren, Alter. Ich meine, was schaut denn die? Die schaut ja nur im Baum beim Wachsen zu. Die hat ja wirklich wie ins Hirn gespürt. Du bist nicht ganz dicht, Alter. Trautl, also dein Sicherheitsberater, der hat einfach, der denkt nur von 12 Uhr bis zum Mittag, gell? Und nicht eine Minute länger. Das muss ein Schneebrunzer sein. Ich meine, schaut sich das an. Ein Kegel, der was genau nur im Baum beim Wachsen zuschaut. Alter, ich schwör dir, ich werde gestern einen Seitenscheitel mit der Pfanne ziehen, Alter, dass der Laptop lang maximal noch als Sch. Verkehrstoffel! Arbeiten kannst du Schneebrunzer! Na nix haben wir geschafft. Pfeifert habe ich jetzt wieder zu viel. Aber an eines der hoffentlich reicht das, um den Doc zu überzeugen. The recipe started with a beer. Da hat er sein Bier, Alter. Sauf an, wie du Drecksau! Ich weiß ja, du willst ein Pennerbier? Das ist Natursekt vom Feinsten. Also, schnapp dir einen Stamperl. Was glaubst du, ist denn da speibst? So, und wenn es ihm jetzt nicht passt, dann ist vorbei. Dann gebe ich auf. Da steht perfekt. Es glitzert. Verdammte Sch. Der Steak ist so gut, dass wenn man zu wie riecht, der Sch. Feenstaub in die Nasen gesprüht wird. Schaut's, wie das da überall funkelt. Und wenn er jetzt irgendwas drauf zum Aussetzen hat, dann setzt sie den kleinen Bauer auf die Straßen. Kann sein, dass ich die einzige Frau in der ganzen Stadt gefladert habe, weil irgendwie gingen da nur noch Männer spazieren. In case you don't remember, ah, verschrien habe ich es auch noch. Da hat der Sch**t auch mit den D**tl stecken können, wie gar nicht mehr. Und sie läuft auf mich los. Ich schief an ihr, Alter. Was ist das für ein Saublätschel? Wir haben hier die Fleische, wir haben die Gemüse und wir haben die Brote. Aber wo ist die Mozzarella in dieser Küche? Luigi, ich finde die Mozzarella nicht. Luigi, warum rede ich mit dir? Luigi, nimm deine Kopfhörer raus, die A**sch. Wo ist die Mozzarella? Leute, da wird gleich Leberkäse geben. Das ist so traurig. Entschuldigung, er hat sich hinterm Pferd versteckt. Die heutigen Gerichte, die stehen auf meine multifunktionale Restaurante Frutti di Mare Isse. Seezunge, Menü und der grüne Bohne, Capresse und Basilikum, Orangenkarotte, Minze, Consumier. Ich finde, ist eine gute Rezepte und wir machen genug Kohle und hoffen, wir kommen auf die Level, um machen zu können, die von der Pizza. Dass der wer nicht spenden will, muss füllen. Haben wir uns jetzt ausgeredet? Ich probiere es noch einmal. Fleisch und der Fische halt das. Warum ich bestelle Fleisch? Mir muss ich erklären, irgendjemand, warum ich brauche Fleisch. Ich habe nicht ein Stück Fleisch auf meiner Karte. Bei mir gibt es Fische und gibt es Suppe von der Karotte und gibt es Tomate mit der Mozzarella. Wo? Ich brauche nur etwas Fleisch. Man muss mir erklären. Ich weiß nicht, wo Fleisch in meine Gerichte. Muss ich Fleisch kaufen zum Schauen an? Warum? Will er diese Spiele, dass ich kaufe, sinnlos Fleisch? Warum muss ich sterben, ein Schwein, wenn ich nicht verarbeite? Gehst du da kurz auf Zeiten, bitte, und du auch mit deinem. Fluffy, geh auf Zeiten, Alter! Hey! Gehst bitte weg! Kannst du deinen Hund zurückpfeifen, sonst gibt's bald Hotdog! Nicht gut, wer nicht hören will. Alles über 30 ist alt, ich kenn das mit 31. Ist so, gell? Jetzt, wenn die ganzen 12-Jährigen daherkommen und sie zu einem sagen, da kommt es schon wieder mit nassen Fetzen durchs Dorf jeiken! Was ist denn da los? Wir legen die Tomate, Mozzarella, Tomate, Mozzarella, Tomate, Mozzarella, Tomate, Mozzarella. Dann nehmen wir die Wurze. Die Wurze ist natürlich wieder Salze. Fehlt natürlich wieder viel Salze. Also wir nehmen die Salze. Eine Prise.
Zweite Prise. Wie sieht der aus mit den Salze? Sind wir perfekto? Wir sind perfekto. Letzte Tomate, Balsamico über die Tomate Mozzarella und wir haben eine vorbereitet. Nun stellen wir diese ganze Schitte von der Bulle in den Kühlschrank. Alter, was für ihn da spazieren? Hört ihr das? Was macht ihr da so ein Lärm? Wir müssen bereiten vor den Tag. Kollege, was ist denn deine Aufgabe für die heutigen Tage? Wo bist du? Wo gehst du hin? Du bist der gezogene Fertige für die Arbeit. Wofür bist du? Luigi, bewege deine Arsch zurück in die Küche. Wir haben Arbeit. Wo gehst du hin, Luigi? Wenn du musst, geh zu Hause. Du komm in mein Restaurant und geh in die Toilette und nicht zu, wer putzen? Weißt du, das will mir irgendwer was erzählen von, weiß ich nicht, 6% Arbeitslosenrate in Österreich, Alter. Schaut TikTok, dann wisst ihr circa wirklich, wie viel Arbeitslose das geben muss. Dass man da, dass da 2.000-3.000 Leute dabei zuschauen, wie einer mit einem Glätteisen ein Scheiß Popcorn zum Platzen bringt. Wie sinnlos muss mein Leben sein, dass ich da drin bin und zuschaue? Ich bin echt schlecht in dem. Ich hab nur 2 Schuss. Was ist denn, Alter? Geh ein, du Erdapfelklauber, du Angst! Keine Munition. Gott sei Dank. Da ist kein Stobi rein. Ja, genau! Ja, genau! Alter, mit Kaliber 50 Meter, da nimmst du die Spritzpistolen und knallst auf 200 Meter die Bieren weg. Ah, so geht's nicht. Habt ihr gesehen, wie er grinst? Habt ihr gesehen, wie der keine grinst dabei, wenn er die niederstreckt, Alter, mit Gottes Hammer, Alter? Mit dem Tor sein Stramzutzler, ha? Habt ihr gesehen? Schaut, wie er grinst. Schau, wie es ihm taugt. Den taugt das, der kleine Masochist. Wer weiß, was der alles in seinen Keller versteckt hat, Alter. Denn der hat da richtig, der geht gerade an den Ohr, Alter. Wo bleiben denn die Pommes? Du Winkel, schneller! So schifft sich auch! Wir sollten schon fertig sein! Der schneit da eine halbe Stunde die Erdapfel umeinander, Alter. Scheiße, jeder Gärtner kriegt den schneller geschnitten wie du! Das ist ja wurscht. Das ist alles okay. Ja, reitest vielleicht, du fauler Gaul! Hallo! Der schläft! Du, was? Ist der hier? Hat der einen Schlag aufgefallen? Wieso tut der Gaul nichts? Was ist passiert? Jetzt kommt mal Achtung! Oh! 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 Der hat aber blubbert, sag ich, Alter, wie er aufgeheizt den Gulaschkanon. Haben wir's gleich, hopp, 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 hopp. Wie lange können wir den Pommes bitte brauchen? Der zweite, verdammt, das soll nicht schwarz werden. Danke. Nächster, was ist hier neben? Bereit, was? Bereit? Nimm's doch einfach raus, Sir. Sag einmal, was soll ich machen? Ich druck doch. Nimm's. Nicht mehr genug Platz. Scheiße, wir haben die Pommes verbrennt. Warum hab ich keinen Platz mehr? Wo sind meine ganzen Mitarbeiter? Für nichts zum Brauchen, verdammte Scheiße! Bin nicht da. Nein. Du hast gar nichts entdeckt, Alter. Das Einzige, was du entdeckt hast, sind die letzten 3 Hämorrhoiden in deiner Arschhalten drin. Und dann sind wir fertig mit Entdecken, Alter. Ja, du kannst mich suchen, was du willst, du Schneebrunzer. Du wirst mich nicht finden. Solange du kleiner Blunzer nicht durch Ziegelsteine brunzen kannst, hast du gar keine Meter gegen mich! Ja, das haben wir eh schon verbockt. Was? Ja, Savia! Da, hopp! Und hopp, und weiter geht's. Wir können die Situation noch retten versuchen. Aber die Pommes, die sind bereit zum Wegschmeißen. Die brauche ich ja nicht mehr. Jawohl, ich scheiß drauf, soll ja Scheiße fressen. Ich bin ja nicht bekannt dafür, dass es gut ist, ich bin ja bekannt dafür, dass ich es bin. Reiten wir. Ich bin vom Beruf. Ja, du sollst doch nicht den Gaul! Alter, ja, ich hab noch nie ein Salami gestrichen, bevor ich es auf mein Semmel da hab. Hör auf jetzt! Du sollst reiten, du Taudel! Wer kennt das, Alter? Das Scheiße, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, Alter. Die haben es auf TikTok auf und angespielt immer, Alter. Und dann auf einmal kommt mir der Text immer. Girl, I wanna make you whisper. Girl. Ich kann so.
Irgendwie so ein Männerbauch da und weiß ich nicht, was das darstellen soll. Da, servier! Oder soll ich es da vielleicht noch buchstabieren oder was? Glaubst du, ich kauch das, damit es dann deppert da steht? Ist ja wohl logisch, dass das serviert gehört. Dass ich das die Leute noch ausschaffen muss, Alter. Ich hätte euch schon alle angetraut. Wenn ich keine Förderung für euch Sonderlinge kriege. I've got you, babe. Da liegt schon wieder einer, Mittagsschlafer. Au, ein Haken. Da ist aber ein Haken an dieser Sache, gell, mein Freund? Na, du hast auf jeden Fall nicht gut geworfen. Deppert, oder? Sag einmal, weißt du nicht, was kochen heißt? Die Leute wollen es warm haben. Weißt du, bei dir ist das Problem, dass es heiße kalt ist beim Servieren und es kalte heiß wird, wenn du so lange wartest. Schau, da steht der Deppert und kauft einmal 10 Sekunden so. In der Zeit hätten schon Fressen anfangen können. Servus, grüße, ich park mal kurz einmal dein Pferd aus. Ich will, ey, Leberkäse, bleib, was du, was traust du schon durch, Alter? Hey, Alter, du bist ein Pferd und kein Käufer! Was ist mit dir los? Darf ich jetzt eine Runde reiten mit dir auch, oder was ist dein Problem? Die fixen noch einmal, aber so durch dran. 100% zufrieden, 3 Dollar Trinkgeld, Alter. Wenn ich euch noch einmal da herin sehe, jäge ich euch mit dem Beißen aus. Mit nassen Fetzen jäge ich euch durch die wunderschöne Gemeinde. 3 Dollar Trinkgeld. Ihr seid Saugstöde. Da können sie sich ja nicht einmal die Nasen putzen mit den Fünferl. Hands up, then we gonna drop.